Welcome back to another German Food Review, and it's pommes time, or fries, so pommes snack, again from McEnady American Way, curry and barbecue flavor, smoky barbecue flavor, oh, nice idea, made in Germany again, yeah, this low price stuff again, 1 euro as you can see here, pommes snack curry, 1 euro. 175 gram in Lidl. Where's Lidl? Ah, and it's made by this company here, Xox or something like that. They also sell, yeah, more pricier stuff. Okay, so I guess it's good. Uh-huh, there's also corn in it, mice. So it's a corn potato snack with curry barbecue flavor. What the heck? There's actually 52% corn stuff in it. And they call it pommes snack. Okay, but whatever. 28% sunflower oil and 8% potato stuff. Sugar and 0.6% curry and onion powder. Yeah, aroma. Okay, calories. Your standard 530, lower than 30% fat, 2% of salt, and carbs, of course. That's it, nothing on here. Let's just taste it. Okay, here it is. Yeah. Sniff test. Ooh, definitely smoky. Smoky and something else. Smells quite good. Yeah, nice smell, but yeah, taste is important. So let's taste one. Sweet. How high is the sugar? Just 6%. 6%? Never ever. It's like eating a rice pudding somehow. Or maybe only one was a little too much sugar. No idea. Let's grab one from here on the bottom. Here we go. Still very sweet. Not salty. I missed the curry a little bit. I think it's too much corn. I think it's too much corn. 52. It's too high. More potato stuff. That's not that bad, but it's too sweet for me. I don't know, I expected really a curry flavor. And there's no curry actually. It's more sweet with a little bit of barbecue. Consistency is okay. Let's break one. And it's also damn salty. But that's okay. Chips should be salty. Yeah, but there are better ones out there. But maybe people like it sweet. Do you like it? It's really sweet. It is really sweet. It's already too much sweetness. Okay, one more final rating. Let's grab a handful. Okay, just a few. Here we go. Okay, no barbecue flavor. Now it's too sweet. Now it gets salty. Very strange. First barbecue, then extremely sweet, and then salt.
Yeah, this is too sweet for me. So 99 to a thumbs up, right? I mean, there's just 6% sugar in it. Maybe it's a faulty bag. Yeah, it's already too sweet. 99 to a thumbs up, right? Something in between for people who like it sweet. Okay. I expected really curry, something aggressive. This is sweet. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein weiteres Mac Energy Produkt. MC Energy, American Way. Und zwar ein Pommes Snack oder Omis Snack. Nein, hier ist das B. Curry and Barbecue Flavor. Das klingt erstmal gut. Es gibt auch noch Ketchup, aber ich habe extra Curry genommen, denn Curry ist geil. Ja, Curry schmeckt immer super. Und hier steht auch extra drauf, Smoky Barbecue Flavor. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht zu smoky ist. Aber das ist auch hergestellt wieder in Deutschland, hier. Und zwar bei, wie spricht man das aus? Spricht man das Xox aus? Gebäcke, die verkaufen ja auch teure Sachen unter ihrem eigenen Namen. Auch so eine Dinger hier. Okay, so, also, vielleicht ist es sogar ganz gut. Aber, ja, es ist ein Pommes-Snack. Was erwartet ihr beim Pommes-Snack? Eigentlich Kartoffeln, oder? Und hier sind drin, erstmal steht hier Mais-Kartoffelsnack. Okay, Mais, warum ist da Mais drin? Und dann 52% Maisgrieß. War schon ganz schön hoch. 28% Sonnenblumenöl, 8% Kartoffelgranulat. Zucker, 0,6% Curry, Zwiebelpulver, Speisesalz und Aromaextrakte. Okay. Kalorien sind, ja, Standard 530, unter 30% Fett und 2% Salz. Ja, das passt schon. 1 Euro im Lidl natürlich. McEnany ist ja ein Lidl-Label. Hier seht ihr das Pommes Snack Curry, 99 Cent. So, habe ich mal aufgemacht. Das kommt zum Vorschein. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wie so Pommes. Und jetzt wollen wir mal dran schnuppern. Ist das? Und erstmal beim Öffnen hat es erstmal extrem rauchig geduftet. Das geht dann aber weg und dann riecht es so schön barbecueig. Gut, ganz lecker. Sehr schöner Duft. Kann man öfter mal dran schnuppern. Ja, riecht lecker. Da gibt es schon mal nichts auszusetzen. Und jetzt werden wir mal kosten. Hier sind die Dinger. Here we go. Ja, und dann wird es komisch. Vielleicht habe ich auch eine nicht so gute Tüte erwischt. Aber die Dinger sind extrem süß, als wenn man Bonbon isst. Also das ist mir ein bisschen zu süß. Wir haben mal den Zucker gecheckt. Und da sollen angeblich nur 6% Zucker drin sein. No way. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Aber es sind auch keine Süßstoffe oder so drin. Aber es ist richtig süß. Davon kann man gar nicht so viel essen. Wird einem schlecht. Ja, es schmeckt nach Barbecue, das ist ganz nice. Der Barbecue-Geschmack ist ganz schön, aber es ist zu süß und es fehlt Curry. Vielleicht haben sie Curry und Zucker verwechselt. Here we go. Und zuerst schmeckt es nach Curry, dann wird es extrem süß und dann richtig salzig. Das Curry, Barbecue und das Salzige ist ganz gut. Das Süße dazwischen gefällt mir überhaupt nicht. Habt ihr die gefuttert? Schmecken die auch immer süß? Oder habe ich nur eine schlechte Tüte erwischt? Ja, einen nehmen wir noch. Ich glaube, es ist einfach zu viel Mais, oder? Vielleicht ist der Mais auch zu süß. Aber dann müsste hier auch mehr Zucker drin sein. Der Nachgeschmack ist jetzt süß, nicht mehr salzig. Warum das? Ja, obwohl ich nicht nochmal kaufen. Hier, man kann sich auch für jedes Produkt die Zutaten durchlesen. Und dann wird man nie fertig mit Einkaufen. Aber dann hätte man gesehen, dass ja Mais drin, 52%. Aber das hätte er ihnen immer noch nicht gesagt, dass es süß schmeckt. Here we go. Ja, bekommt so 99 bis zum Daumen nach oben. Für mich sind es 99. Würde ich nicht nochmal kaufen. Barbecue Flavor ist gut. Salz auch gut. Zucker zu extrem. Mehr Kartoffel bitte. Und wie erwarte ich hier einen Kartoffelgeschmack, wenn ich das sehe? Keinen süßlichen Maisgeschmack. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.